Today, 1 year after Lisa, we are introducing the third industry milestone product, Macintosh. I'm incredibly pleased to introduce iMac. And we are introducing a product today that takes us exactly there, and that product is called iPod. A widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. And we are calling it iPhone. And we call it the iPad. So keep looking, don't settle. Stay hungry, stay foolish. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Ankündigungsvideo hier auf Upflag. Und es ist endlich soweit. In wenigen Stunden, wie ihr seht, wo ich das Video aktuell aufnehme, im einen Tag und vier Stunden geht es endlich das letzte Mal noch einmal los bei Apple mit dem Apple iPad Oktober Keynote Event. Und wir sind wieder live dabei, werden euch live berichten auf live.upflag.com. Das ist so die entscheidende Domain, wo ihr ab 18 Uhr draufschauen könnt. Was erwartet euch für alle die, die regelmäßig dabei sind, die werden schon kennen, die haben eine extrem coole Aktion und wir sind immer extrem erfolgreich. Wir können zu den erfolgreichsten Livestreams oder sind der erfolgreichste Livestream in Deutschland zu diesem Thema und auch Live-Ticker und Live-Radio-mäßig können wir sind ganz erfolgreich. Das heißt, ihr seid hier so am Mittelpunkt, was ihr so machen könnt und es macht uns immer riesig viel Spaß und glaube ich euch auch. Losgehen tut's wie erwähnt ab Donnerstag um 18 Uhr. Da werden wir für eine Stunde lang hier auf live.upflag.com einen kleinen Hangout-Stream machen, wo wir euch rund um die Gerüchte informieren, mit euch diskutieren, euch vielleicht auch einladen und so ein bisschen die Sache ein bisschen durchsprechen und die allgemeinen Gerüchte kurz abhandeln zum iPad, zu den neuen Macs und alles so, was man erwarten kann, so eine kleine Vorbereitung. Und dann ab 19 Uhr. Nicht abschalten, denn dann geht es auch hier bei uns los. Zwar nicht mit dem Livestream, weil es gibt ja diesen Apple-Livestream, sondern mit einigen anderen coolen Angeboten. Zum einen habt ihr Glaser immer noch hier auf live.upflag.com in Schriftform, den Live-Ticker, immer sehr spannend. Kümmern sich einige Redakteure drum, da könnt ihr aber alles nochmal nachlesen. Aber was ganz Neues seit der letzten Keynote-Ausgabe, wir haben nur eine eigene Seite, die findet hier mit diesem Button da oben, mit diesem roten Banner hier oben. Da könnt ihr draufklicken, kommt dann zu keynote.upflag.com und das ist die Seite, die ihr ab 19 Uhr aufrufen solltet. Hier habt ihr nämlich einmal den originalen Apple-Livestream drin, wo ihr genau direkt verfolgen könnt. Und ihr habt oben drin unser Live-Radio. Das könnt ihr optional dazu schalten, aber auch wegschalten. Dort informieren wir euch ja rund um die Uhr, rund um die ganze Keynote mit ein paar Hintergrundinformationen, werden über einige Neuvorstellungen diskutieren, auf eure Fragen via Twitter eingehen und vielleicht könnt ihr auch hier und da ein bisschen dazukommen. Mal schauen, wie wir es alles machen. Auf jeden Fall, das ist immer sehr empfehlenswert, weil hier bekommt ihr auch ein paar Hintergrundinformationen. Ihr dürft ja nie vergessen, diese Keynote-Events sind reine Werbeveranstaltungen in Anführungsstrichen. Deswegen ist es oft gar nicht so gut, wenn ihr im Hintergrund nochmal quasi am linken Ohr nochmal ein paar Informationen bekommt, was denn da aktuell alles vorgestellt wird, was das für uns bedeutet und vielleicht ein bisschen noch weiterdenken und können wir zusammen auch einige coole Theorien aufstellen. Ja, das war es grundlegend zu unserem Angebot. Wie erwähnt, schaut am besten auf live.upflag.com vorbei oder klarerweise auf unseren Live-Kanälen hier auf Facebook, auf Twitter, da werden wir euch rund um die Uhr informieren mit neuen Links, was wir alles genau machen, was aktuell so alles abgeht. Das auf jeden Fall dazu. Ja, das war es zu diesem kleinen Ankündigungsvideo. Ich freue mich nun riesig, wenn wir uns am 16. Oktober, also am Donnerstag um 18 Uhr hier auf live.upflag.com sehen. Wird eine extrem coole Aktion und sage ich bis morgen.